Einen schönen guten Abend all jenen, die uns heute an diesem Nachmittag, Abend auch mit uns sind. Es ist für mich eine große Freude und eine große Ehre, dass ich Sie nun einlade zu einem internationalen Symposium. Deutsche Minderheiten in Südost- und Osteuropa begegnen sich. Gemeinsam für unser Haus Europa. Wir befinden uns bereits anlässlich dieser vierten Auflage unseres internationalen Symposiums. Die erste Auflage fand in fünf Kirchen in Pécs in Ungarn statt. Es gab dann noch zwei Online-Begegnungen und wir hoffen, dass es im nächsten Jahr zu einer persönlichen Begegnung wieder kommen wird zwischen den Minderheitenvertretern, die auch diesmal mit uns sind. Wir haben in diesem Jahr Vertreter aus Czernowitz, aus Fünfkirchen, aus Marburg an der Drau, aus Sirmisch-Mitrowitz und aus Vukovar. Also aus der Ukraine, aus Ungarn, aus Slowenien, aus Serbien und aus Kroatien. Ja. Der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe Reschitzer, der 1987 gegründet wurde, feierte am Samstag, am vergangenen Samstag, am 19. November 1987 wurde er gegründet. Wir feierten gemeinsam 35 Jahre Tätigkeit. Eine Tätigkeit, die nicht nur hier in Rumänien, im Banater Bergland bekannt ist, sondern wir können wohl behaupten, europaweit. Vielseitig engagiert, vielseitig tätig, haben wir uns bemüht, in diesen 35 Jahren aktiv zu sein, dank unseren Mitgliedern, Freunden und Wohltätern. So war es auch im vergangenen Jahr so. Und nun stehen wir 2 Tage nach dem Geburtstag unseres Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins Deutsche Vortragsreihe Reschitzer. Und wir haben es für als nötig gefunden, dass wir gemeinsam auch an diesem heutigen Abend, Nachmittag, Abend, über unsere Perspektiven für die Zukunft sprechen. Nicht auf der Seite gelassen wurde all das, was in den verschiedenen Vereinen im Laufe des vergangenen Jahres, seitdem wir uns nicht mehr getroffen haben, auch wieder zu besprechen und vielleicht einer von dem anderen etwas auch dazu Neues zu lernen, wie man tätig sein kann, wie man versuchen wird, auch in der Zukunft gemeinsame Initiativen zu gestalten. In diesem Sinne haben wir nun die ersten Verbindungen im Plan, und zwar mit unseren deutschen Vertretern aus Czernowitz, und zwar mit Inge Vital. Sie ist die Leiterin des deutschen und Österreicher Vereins in Czernowitz. Wir beginnen nun mit der Verbindung mit Frau Inge Vital aus Czernowitz. Hallo Inge, grüß dich Inge. Es Hallo. freut mich, dass wir zusammen sind, auch an diesem heutigen Abend, Nachmittag. Bei uns ist schon finster, wie ist es bei euch? Auch schon dunkel? Ja, ist schon ganz finster bei Ganz schon finster. uns. Finster bei Es freut uns. mich ganz besonders und es freut mich, dass ihr die Zeit genommen habt, dass ihr mit uns in Verbindung kommt. Sicher, ihr seid jetzt in einer schwierigen Situation. Wir hoffen, dass es endlich mal bald vorbei wird. Wir wünschen euch es vom ganzen Herzen. Inge, was habt ihr im Verein in der letzten Zeitspanne gemacht? No, bei uns, ich freue mich sehr, dass ich habe jetzt Licht,
habe Internet und kann sein in Verbindung. Bei uns auf der Straße, jetzt ist kein Licht. Ist überhaupt ganz finster. Das ist so eine Zeiten, dass schon diese Woche, von ganze Woche schon ganz finster. Jetzt muss man am Abend gehen mit einem Licht in eine weiße Jacke, so viele Auto fahren. Das ist sehr gefährlich. Nur voriges Jahr, wir waren auch in offline, in online, weil war Coronavirus. Und dieses Jahr, es ist noch viel schrecklicher. Niemand hat gewusst, dass kommt so ein Krieg und dass die Russland beginnt einen Krieg gegen Ukraine. Das ist sehr schlecht. Die ersten Tage waren ganz für uns alle, das war unglaublich. Viele Menschen sind gekommen, dass diese massive Bombardierung hat begonnen. Und wir wohnen in Bukowina, das ist Gott sei Dank weit von Russland. Aber meine Freundin aus Kharkiv, sie ist kaum unter die Bomben mit ihren Kindern in einen Zug und ist nach Lemberg gekommen. In meiner Familie, wir haben angenommen 10 Leute in diesen Tagen, wir haben sie kaum gekannt, aber die Leute kommen mit kleiner Tasche, ohne einige überhaupt ohne gar nichts. Manche Menschen sind geblieben, manche sind gefahren durch die Grenze nach Europa. Und ich danke allen Ihnen für die Hilfe und für die Unterstützung für unsere Leute. Und im Sommer viele Flüchtlinge kommen zurück nach Hause. Viele sind gekommen aus dem Ausland. Und viele waren bei uns am Anfang gewohnt von Kiew, von Tschernigiw. Die sind heimgekehrt. Aber die Bombardierung hört nicht auf. Heute habe ich gelesen in der Zeitung, dass schon mehr als 4.700 Raketen sind abgefeuert von Anfang des Krieges. Nun, die ersten Tage, das war ganze Panik. Wir haben nicht gewusst, was zu machen. Und wir haben gehabt Arbeit in unserem Verein. Wir haben Deutschkursen, waren als Seniorenschule, aber von Anfang die deutsche Seite hat die finanzielle zugeschlossen und wir haben begonnen, unsere alle Aktivitäten, wir haben gegeben auf eine Pause und dann schon im Sommer kommt es leichter. Wir haben begonnen schon etwas zu machen. Zuerst war eine humanitäre Hilfe. Wir haben sich unterstützt zwischen sich und unsere Leute in Osten und in Süden. Und ich kann sagen, dass viele Volksdeutsche in der Ukraine sind geblieben. Einige kämpfen an den Front, auch von unserem Verein sind da so eine, dienen in der territorialen Verteidigung. Ein Teil der junge Leute, welche haben junge Frauen, welche haben Kinder, die sind gefahren nach Ausland. Viele sind in Deutschland und einige nutzen die Programm für Spätaussiedler. Aber viele sind schon heimgekehrt. In unserem Verein ist da ein unserer Mitglieder. Er schon viele, viele Jahre hat wollen nach Deutschland und hat begonnen das Krieg und kommt einen Monat vor und er sagt, ich fahre. Nun gut, fast. In 6 Monaten ruft er mich an und sagt, nun, wie geht es? Ich will kommen zurück. Und er kommt, ich sage, ich habe keine, nicht ein bisschen, ich bin kein Ukrainer. Aber ich habe verstanden hier in Deutschland, dass ich will nur in der Ukraine leben. Und jetzt ist er gekommen mit seiner Familie zurück und ist bei uns in Czernowitz und ist in unserem Verein. In Juni haben wir begonnen unsere Aktivitäten. Wir haben eine Gruppe gehabt von Deutschsprache und jetzt wir haben schon von 1. September, wir haben schon 3 Gruppen. Im Sommer haben wir veranstaltet einen Kindersprachferienkampf. Da waren 13 Kinder, auch die Kinder von Flüchtlingen, ja.
Das war, die Kinder haben viel Spaß und Vergnügen, aber fast jeden Tag waren wir mit den Kindern in den Luftschutzbunker. Das auch war so eine unsere Aktivität in dieser Zeit. Nachdem haben wir noch eins, im Sommer waren zweiwöchige Mini-Akademien für Senioren. In dieser Akademie, die kommen auch zu uns im Deutschen Haus. Wir haben dort die Menschen in respektablem Alter ausruhen, erholen und lernen. Haben auch deutsche Unterricht, verschiedene Lektionen, Spazierungen in der Stadt, in dem Museum. Und das war sehr interessant. Vorige Woche haben wir ein Projekt, heißt Motengapuppe in deutscher Tracht, durchgeführt. In dem Projekt haben wir zwei Kulturen kombiniert, Ukrainisch und Deutsch. Die Teilnehmer lernten die Besonderheiten der ukrainischen Nationaltracht und der deutschen. Dann haben wir zwei Kreativwerkstätten für Kinder und für Erwachsene. Haben wir gemacht verschiedene Puppen und haben angezogen in deutsche Tracht. Jetzt haben wir also eine kleine Ausstellung in unserem deutschen Haus. Wir planen noch weiter mehrere Projekte. In diesen, aber nur bei uns, diesen Sonntag, wir brauchen noch ein Projekt machen, aber von früh an war ein Luftangriff und schon wir haben verschieben auf die nächste Woche. Jetzt ist in diesem Jahr hat Czernowitz zwei Partnerstädte neue aus Deutschland. Das ist Mannheim und Düsseldorf. Und wir hoffen, dass in Zukunft mit Vereinen in diesen Städten wir zusammenarbeiten könnten. Viele regionale Projekte waren dieses Jahr in Transkarpatien durchgeführt. Das waren sprachintensiv für Aktivisten, Kindercamps. War ein schöner Jugendprojekt für junge Menschen, Volksdeutsche aus der Ukraine, Deutschland und Georgien. Und die waren alle waren in Deutschland und in Georgien. In Ukraine leider waren nicht, weil hier ist der Krieg. Viele Projekte haben nicht durchgeführt, insbesondere im Osten und im Süden. Dort ist sehr schwer jetzt. Nun, ich glaube, dass so ein bisschen wir hoffen, dass der Krieg kommt, dass wir gewinnen und der Krieg kommt weg von unserem Land. Ich danke noch ihm allen für die moralische und humanitäre Unterstützung. Ich habe das bemerken von euch alle. Und ich glaube, dass die Ukraine wird diesen ungerechten Krieg gewinnen und wird in EU sein. Ich wünsche uns allen Frieden, Gesundheit, Wohlstand und Prosperität. Danke. Vielleicht haben Sie etwas Fragen. Vielen, vielen Dank, Inge. Sehr schön hast gesprochen und wir wünschen uns sehr, alle, die heute bestimmt mit uns sind, wünschen wir dir sehr, sehr viel Gesundheit und alles Gutes und nicht zuletzt auch Kraft und Ausdauer. Das wird irgendwie bald zu Ende kommen, hoffen wir alle. Und wir wünschen euch von ganzem Herzen. Du Ja, hast danke. einiges erzählt über auch die Tätigkeit in Transkarpatien. Ich habe irgendwo nicht vor langer Zeit gelesen, dass dort auch ein neues Haus errichtet werden soll oder gekauft wird für den deutschen Verein durch die Mittel der Bundesrepublik Deutschland. Und was hast du vielleicht Informationen, wie es geht den Vereinen in den besetzten Regionen? In Transkarpatien sind viele Vereine, in Mukatschewo, in Tschinadijewo und in Uschgorod ist da. Und dort ist noch, Uschgorod hat eine Partnerschaft mit Darmstadt. Und die haben letztes Jahr ein großes Mediencenter gebaut. Ulrich war auch bei uns vorige Woche.
und hat wir haben besprochen, vielleicht machen wir auch etwas solches mit Mannheim. Wir haben schon gehabt Besprechen mit dem Bürgermeister und denken, dass wir hoffen, dass wir, das kommt, das in unsere Pläne. Wunderbar. Und wie geht es den Vereinen, den deutschen Vereinen in den besetzten Regionen der Ukraine? Bei uns war eine Treffung, aber das war noch im Frühling. Da waren die alle am gehofft, dass das die können arbeiten. Sehr schlecht war in Cherson, die überhaupt bei denen wir haben dort ein Kilo Mehl war fast 100 Hryvnia. Das ist nur sehr viel. So wie überall ist dann 30 und das dort war 100. Und die sind haben nicht können von die Häuser herausgehen, waren keine Medizin, keine Produkte, das war sehr schwer. Und jetzt sehr viele sind in Kiew, sind sehr viele weggefahren, sehr wenig Leute sind geblieben. Ist da Aktivitäten in Kharkiv-Gebiet? Dort ist so eine kleine Stadt. Dort ist noch arbeitet, die haben so eine Seniorenschule, wo die Senioren kommen jede Woche und treffen sich und etwas lernen, etwas basteln und machen etwas. Und wo ist noch in Dnipropetrovsk? Und dort in Lugansk, in Donetsk ist gar nichts. Aber es waren früher Vereine, auch Ja, dort. dort waren sehr große Vereine. Bei uns im Osten waren mehrere Deutsche, Volksdeutsche, wie hier bei uns in West. Das war dort viel. Aber die Vereine sind nur, die sind auf Papier da, aber jetzt kann man, viele sind auch aus Volontären. Und so ist darum meinst oft sehr viel Projekte sind bei uns und in Transkarpatien und auch in Lemberg, wo das kann man durchführen. Es ist auch so, dass in Lemberg sind ja Bomben gefallen. Aber in eurer Region, sowohl im Raum von Tschernowitz wie auch in Transkarpatien, Gott sei Dank, gab es keine Ja, bei Bombenangriffe, uns nicht? war eine und eine war in Transkarpatien. Bei uns war so war circa 3 Wochen oder was oder 4 Wochen. Das ist bei uns ist da eine Strom große zusammen in Nowodniestrowsk. Und dort in Dort ist die Bombe gefallen. diese Bombe gefallen, ja. Liebe Inge, vielen, vielen Dank für der ausführliche Bericht, wie es den Vereinen in der Ukraine geht, wie es bei euch im Verein in Czernowitz und auch in den deutschen Vereinen in Transkarpatien geht. Wir bedanken uns und wir drücken euch die Daumen, dass es bald zu Ende kommt und dass wir uns wieder gesunder sehen. Wir haben vor, im nächsten Jahr eine persönliche Begegnung zu haben, und zwar in Ungarn. Wir hoffen, dass bis dann der Krieg zu Ende kommt und dass ihr dann auch in Ungarn mitmacht. Ja, In diesem Sinne, alles Gutes, viel Frieden wünschen wir euch, viel Gesundheit. Und bitte übermittle alle unsere Wünsche und besten Grüße an allen Mitgliedern des Vereins danke in unbedingt, Czernowitz. ja. Danke. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, wir haben einen Bericht bekommen von Inge Wittal aus Czernowitz. Wir bleiben weiterhin in Czernowitz und wir kommen nun in Verbindung mit unseren alten treuen Freund Paul Piftorak. Hallo.
Hallo, grüß dich, Paul. Ja. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, Paul Piftorak ist der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Vereins in Czernowitz. Vielen, vielen Dank, Paul, dass du heute am heutigen Nachmittag, Abend mit uns bist. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, was Inge uns erzählt hat. Nein. Inge hat uns erzählt einiges über die Tätigkeit, die bei euch im Verein war, und auch über die Tätigkeit der deutschen Vereine in der Ukraine. Wie ist die Lage aus deiner Sicht zurzeit im Raum von Tschernowitz und in der Ukraine? Nein, Tschernowitz ist sozusagen Ruhe. Sehr viele Binnenflüchtlinge sind von Osten und Zentralukraine bei uns in der Stadt. Viele Betriebe sind auch von Ostukraine und Zentralukraine nach Tschernowitz gekommen und haben einige Arbeiter mitgebracht. Und selbstverständlich, Tschernowitzer Leute haben Arbeit erhalten. Naja, alles funktioniert in unserer Stadt. Die Betriebe, die Kaufhäuser, die Banken, die Post, die Schulen, Universität, alles funktioniert so normal zurzeit. So, im Verein ist auch viel los. Da muss leider sich sehr viel in Gewittern beschäftigen, weil ich mehr zu Hause bin. Aber sonst, wenn etwas ist, dann helfe ich immer der Inge. Inge Wittal hat uns erzählt, dass vor einigen Wochen auch eine Bombe Ja, in der Nähe von Tschernowitz gefallen ist. da waren zwei Raketen angeflogen. Das waren die ersten und bis jetzt die letzten, Gott sei Dank, aber die waren nicht bis zu der Stadt gekommen. Die wollten wahrscheinlich bei uns am Dniester ist eine Elektrizität, ein Kraftwerk, so, und vielleicht wollten die dort etwas zerstören. Naja, aber Gott sei Dank haben die nicht viel Schaden gemacht. Wie ist die Atmosphäre auf der Straße, auf der Gasse in Tschernowitz? Na, normal, also, da fahren sehr viele Autos hin und her. Was soll ich dir noch sagen? Heute schneit der ganzen Tag, sehr viel Schnee, nasser Schnee. Also ihr habt schon Winter. Wir haben schon Winter, schon den dritten Tag. Ja, bei uns nicht, aber es regnet sehr viel, es regnet sehr viel. Naja, aber bei uns Was geht es glaubst du, wie lange das noch dauern wird? Wir hoffen, dass es schnell zu Ende kommt. hoffen wir alle, aber naja, leider sehr viele Krieger, viele Soldaten sind von der Bukowina auch an der Ostfront und auch werden sehr oft wie soll man sagen, also tote Soldaten wieder zurückgebracht und da werden sie begraben. Da wird eine Beerdigung, eine große, prächtige Beerdigung für die Leute veranstaltet und kommen sehr viele Leute zu diesem traurigen Ort, zu den Friedhofen mit Musik, mit Soldaten. Also, das wird sehr ordentlich und schön gemacht. Und alle Soldaten, die gefallen sind, die werden als Helden benannt. Ja, niemand wünscht sich so etwas und wir trauern sehr auch mit euch, mit eurem Volk, dass es zu so etwas gekommen ist, dass auch viele unschuldige Menschen sterben, auch Kindern, wenn wir so die Nachrichten sehen, dass
in den Kriegsgebieten auch Kinder zu Opfer fallen und nicht nur Kindern, sondern auch ältere Menschen, erwachsene Menschen. Und da sind wir sehr traurig, dass es so etwas heutzutage im 21. Jahrhundert, dass so etwas gekommen ist. Wir wünschen dir und deiner Familie viel, viel Gesundheit. Wir wünschen dir Kraft und Ausdauer und all deinen Bekannten und Freunden in Tschernowitz und wo immer sie in der Ukraine leben, wünschen wir Kraft und Ausdauer für die Zukunft. Und wir hoffen sehr, dass es bald zu einem Ende des Krieges kommen wird. Dankeschön und also wir freuen uns auch, dass ganz Europa an der Seite der Ukraine ist und mit gemeinsamen Kräften bewältigen wir den Russen. Vielen, vielen Dank, Paul, und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, und alles Gute. Und Danke. hoffe, ich komme noch nach Reschica irgendwann. Wir hoffen, nächstes Jahr hoffen wir, eine Begegnung wieder zu haben in Ungarn, bei den 5 Kirchen. Und wenn alles klappt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch dabei seid. Gut, Alles danke. Gute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke. Ja, wir kommen jetzt ein Stückchen weiter, und zwar nach 5 Kirchen in der Branau. Wir versuchen nun die Verbindung mit Zoltán Schmidt. Hallo, hallo. Hallo Hallo, Zoltán, grüß dich Erwin. Solly, Grüß grüß dich. dich. Es freut mich, dass es geklappt hat, dass wir wieder gemeinsam auf dem Bildschirm sind, wenn es auch nicht anders wie klappt in diesem Jahr. Ja. Wir haben gerade zuvor haben wir gesprochen mit unseren Freunden aus Tschernowitz. Und die Lage ist ja sehr traurig in der Ukraine, im Nachbarland. Und wir sind Gott sei Dank froh, dass es bei uns Frieden gibt. Denn Frieden und Gesundheit ist das Wichtigste, was uns Menschen prägt. Und wir sind froh und dankbar, dass wir es sind. So, lieber Soli, wir freuen uns, dass uns wieder zu sehen, wenigstens so viel. Wie ist die Lage in der Branau? Wie geht's? Was gibt's Neues aus deiner Region? Ja, es tut mir jetzt leid, dass ich Tschernowitz nicht so richtig gehört habe, weil ich eine Sitzung hatte, aber hoffentlich werde ich das noch irgendwie nachhören können. Ja, hier bei uns in der Branau ist die Lage eigentlich Gott sei Dank friedlich. Wir haben ja nicht diese schreckliche Situation, was in der Ukraine los ist. Und ich hoffe sehr, 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 dass unsere lieben Freunde da das alles gut und heil überwinden können und endlich mal ein Frieden dort auch eintritt, weil ich kann mich gut erinnern an meine Oma, die das auch, leider lebt sie nicht mehr, die das auch damals alles erzählt hat, wie das war mit dem Krieg. Und ich hätte es nie gedacht, dass wir das noch einmal, wenn auch nicht wir, aber trotzdem irgendwie erleben, dass da Krieg ist. Und ja, hier bei uns in der Branau ist das, wie ich schon vorher gesagt habe, Gott sei Dank nicht der Fall. Die Menschen wollen auch Frieden hier, klar. Was das Ungarndeutschtum betrifft, in diesem Jahr haben wir nach Covid unsere Programme in unseren Dörfern und Städten, sage ich positiv, durchführen können.
Es waren und es werden auch noch in den kommenden Wochen, Monaten, was noch von diesem Jahr zurück ist, noch Programme veranstaltet und organisiert. Also wir können nicht klagen, muss ich ehrlich sagen. Auch finanziell ist dieses Jahr noch gedeckt. Was nächstes Jahr wird, wissen wir nicht. Also 23, wo und was gekürzt wird, Energiekrise und so weiter und so fort. Aber in diesem Jahr, wenn ich dir berichten kann, sozusagen berichten kann, kann ich nur Positives sagen. Also wir konnten unser Programm durchführen. Alles, was wir geplant haben, ist gut in den vielen, vielen Dörfern und Städten, auch in 5 Kirchen durchgeführt worden. Also das ist jetzt die Lage. Welches war eure bedeutendste Veranstaltung in diesem Jahr? Ja, die bedeutendste Veranstaltung, wahrscheinlich war das am Anfang September die bedeutendste Veranstaltung, was zumindest die Zahl betrifft und die Teilnehmerzahl betrifft. Das waren da in Wieland, auf dem Rotweingebiet, Wieland, Wieland auf Ungarisch, Wieland auf Deutsch, ein großes Schwabentreffen um den 9. und 10. September, wo wirklich Tausende in diesen 2 Tagen, das war ein Freitagabend und ein Samstagabend bis Sonntag früh, ein großes Schwabentreffen da war mit vielen, vielen ungarndeutschen Kulturgruppen, nicht nur aus der Pranau, sondern landesweit. Bei Budapest war eine Gruppe da, aus der Batschka war eine Gruppe da und natürlich viele aus der Pranau von uns. Und Wieland liegt ja etwa 30 Kilometer von 5 Kirchen südlich bei der kroatischen Grenze. Und es waren auch, es ist wahrscheinlich die heutige Welt so, man muss oder soll Stars auch einladen können, die wir im Fernsehen immer sehen. Und das war in diesem Jahr der DJ Ötzi wieder und der Vox Club. Das ist in Deutschland momentan eine sehr beliebte, bekannte, so volkstümliche, Pop-Rock spielende Gruppe, die besteht aus 4 Personen, aus München sind sie vorwiegend, und die waren unsere Gäste und es hat Tausende mitgerissen. Also das ist, das kann man sagen. Ob das jetzt negativ ist oder positiv zu bewerten ist, weiß ich es nicht, aber nur mit unseren, und das ist jetzt nicht abwertend, bitte nicht so verstehen, nur mit unseren Kulturgruppen kann man natürlich Veranstaltungen machen. Wir haben auch zum Beispiel in 5 Kirchen den ganzen Sommer durch waren Blaskapellenkonzerte jeden Sonntag, also das war eine große Sache, den ganzen Sommer durch. Das waren also 8 oder 9 oder 10 Konzerte, also Juli, August, ein bisschen noch September, ein bisschen noch Juni. Blaskapellenkonzerte sehr beliebt und das war der Platz in 5 Kirchen sehr voll. Aber mehrere tausende Teilnehmer kannst du wahrscheinlich nur noch durch solche großen Stars wie jetzt in diesem Jahr DJ Ötzi und diese Vox Club mit einbeziehen. Das waren wirklich von Ungarn, das ganze Ungarn-Deutschland sozusagen betroffen. Es waren von allen Regionen, von Ödenburg bis zur Jula oder von Budapest bis hier nach 5 Kirchen, alle, viele da, wirklich Tausende. Das war die größte Veranstaltung, aber solche kleinere, größere hatten wir auch viele gehabt, wie zum Beispiel diese Platzkonzerte, wie zum Beispiel das Schwabentreffen in Zurgatin, auch mit den jungen Paldauern, eine österreichische Gruppe. Also was ich so feststellen kann, mit unseren Kulturgruppen kann man Veranstaltungen machen. Es waren viele, viele örtliche Veranstaltungen, wirklich viele, ich könnte es nicht aufzählen, mehrere hundert in den verschiedenen, wir haben ja 99 Dörfer, darf man ja nicht vergessen, hier in der Pranau, wo Deutsche leben und wo da eine deutsche Selbstverwaltung, also eine deutsche Vertretung, eine ungarndeutsche Vertretung ist, und die machen all ihre Programme. Wenn jedes Dorf nur ein Programm macht, das sind schon 99 Programme, aber das sind örtliche Programme. Aber so große Programme, stelle ich jetzt fest, kann man wahrscheinlich nur noch jetzt im 21. Jahrhundert mit solchen großen Stars machen. Ob das gut oder nicht gut ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist nicht schlecht, weil das sieht man, wie gesagt, Medien sind sehr wichtig, das sieht man in den Medien und da kommen die Leute. Das könnte ich dir sagen, als größte Veranstaltung, also Wieland. Ja, ihr habt jetzt, wie ich das so mitbekommen habe,
Ihr habt jetzt auch eine Volkszählung gehabt. In Rumänien war es ja auch, was der erste Teil der Volkszählung war online, der zweite Teil war dann auch mit Rezensoren und so. Wie lief es bei euch mit der Volkszählung? Wir sind jetzt noch in der Volkszählung mit drinnen dabei, weil da die Volkszählung, ich weiß, bei euch in Rumänien, weiß ich ganz genau, war das im Frühling. Ich habe mich informiert, schon deswegen, wie es bei euch lief, habe ich mehrere gesprochen da, die Aradev zum Beispiel. Es ist letztens bei uns vom 1. Oktober bis zum jetzt Ende November dauert jetzt das bei uns, aber viele haben es online ausgefüllt, ich persönlich auch. Diejenige, die es nicht online ausgefüllt hat, dafür stand, glaube ich, 2 Wochen, die ersten 2 Wochen, Oktoberwochen, stand zur Verfügung. Die es nicht online ausgefüllt haben, die haben diese Volkszähler, also diese Leute, die dann von Haus zu Haus gegangen sind, aufgesucht und dann so ausgefüllt. Alles lief elektronisch, nichts mehr auf Papier. Die haben auch so ein Tablet bekommen und dann geht es online hinein in die Zentrale, Statistisches Amt, Zentrale. Und jetzt noch in den letzten 10 Tagen, diejenigen, die es nicht online ausfüllen konnten oder kein Volkszähler bei ihnen erschienen ist, die können jetzt noch ins Bürgermeisteramt gehen und da sich volkszählen lassen. Ja, natürlich sind wir sehr neugierig. Bei der letzten Volkszählung 2011 haben sich, es ist ein bisschen kompliziert, also du kannst erst mal sagen, zu welcher Volksgruppe du gehörst und dann zu welcher Volksgruppe gehörst du noch. Aber ich nehme immer die erste Zahl, wer auf der ersten Stelle gesagt hat, dass ich zur deutschen Volksgruppe gehöre. Das waren vor 10, jetzt schon 11 Jahren, 138.000 Personen ungarnweit. Wir hoffen natürlich, dass wir diese Also 100. es gibt die Möglichkeit, für zwei Volksgruppen zu abzustimmen. So ist es bei uns. Ja, bei der letzten, bei 2011 war es auch schon so. Du hast die Möglichkeit zu zwei. Ja, weißt du, das ist deswegen so, weil da ja die viele Doppeltehen oder Mischehen sind. Nicht nur ungarisch-deutsch, natürlich die meisten ungarisch-deutsch, aber es sind kroatisch-deutsche Ehen da oder slowakisch-deutsche sind schon da. Und dann das arme Kind oder nicht Kind, nicht mehr Kind, sondern Erwachsene, musste sich entscheiden, gehöre ich jetzt zur kroatischen oder zur deutschen Volksgruppe. Und da haben sie die Möglichkeit, ja, beides anzukreuzen. Oder, das ist der kleinste Fall, sozusagen, die wenigsten machen es so, aber das meiste Problem in Anführungszeichen war eben das, dass man die nicht so, wie soll ich das so fein sagen, die nicht so sehr bewusst sind, haben gesagt, ja, ich bin in Ungarn, lebe in Ungarn und so weiter und so fort. Aber natürlich habe ich etwas Deutsches in mich und was weiß ich, möchte ich schon gerne. Aber wenn ich nur eins wählen kann, dann wähle ich halt Ungarisch. Und jetzt, schon vor 10 Jahren und jetzt auch, ist die Möglichkeit für diese Leute zu sagen, und das zeige ich dir gleich eine gute Zahl, eine interessante Zahl, also die Möglichkeit besteht dann zu sagen, ja, ich gehöre neben der ungarischen Volksgruppe oder Volk, oder wie man schon sagt, auch zur deutschen Nationalität. Und da haben sich als zweites noch 50.000, stell dir mal vor, noch 50.000 zum Deutschen bekennt. Also wenn wir die optimale oder diese zweite Zahl auch mit hineinnehmen, mit hinzunehmen, dann hatten wir 185.000, also fast die 200.000 Leute erreicht, die entweder auf der ersten oder auf die zweite Möglichkeit gesagt haben, ich gehöre zu der deutschen Volksgruppe. Aber ja, es besteht die Möglichkeit. Deswegen sind wir jetzt natürlich sehr gespannt. Die Daten kriegst du erst im nächsten Jahr, irgendwann im Herbst, in einem Jahr. Ich bin aber sehr neugierig, ob wir diese Zahl ja behalten konnten, erhöhen konnten oder vielleicht gesunken ist, weil. Ja, da sind wir auch, wir sind sehr gespannt, wie es herauskommen wird. Ich hatte schon gedacht, dass vielleicht jetzt, vielleicht im Herbst etwas an Daten hinauskommen, aber leider ist es nicht der Fall und es scheint auch hier zu sein, dass es vielleicht die ersten Daten im nächsten Jahr kommen werden. Vielleicht eine letzte Frage noch, wie steht es mit der Schule, mit Koch-Gymnasium, das was ihr habt in Fünfkirchen und so, in allgemein in der Branau. Wie steht es noch mit dem deutschen Unterricht?
Es hat sich grundsätzlich nichts verändert, muss ich sagen. Gott sei Dank haben wir diese Schulen. Es hat sich sogar vermehrt, wie man so schön sagt. In diesem Jahr, also 2022, haben sich hier in der Pranau noch 3 Ortschaften, deutsche Selbstverwaltungen, die ihre Schulen oder Kindergarten, je nachdem, was da ist, übernommen. Also wir haben jetzt landesweit, ungarnweit, ich bin jetzt nicht so ganz up to date, aber über 60 oder 60 Schulen und Kindergärten in unserer Hand sozusagen, was also von einer deutschen Selbstverwaltung betrieben wird. Hier in Fünfkirchen natürlich das Valeria-Koch-Schulzentrum völlig, aber hier in der Pranau hat sich noch Landschok angeschlossen und Wehmend und jetzt weiß ich gar nicht, aber noch so 2, 3. Aber wie gesagt, landesweit haben sich viele angeschlossen. Das Problem ist oder wird sein, jetzt die Energiepreise. Viele Schulen wissen es nicht, das ist jetzt egal in diesem Fall ungarisch oder von der ungarn-deutschen Minderheit betriebene Schule, wie sie diese erhöhte Energiekosten tragen werden, weil es hat sich vervielfacht, nicht verdoppelt, vervielfacht. Das weiß noch niemand, aber die Regierung hat gesagt, dass wenigstens die Schulen und Kindergärten irgendwie kompensiert werden. Mal sehen, was da wird. Was ein größeres Problem ist, dass einige deutsche Selbstverwaltungen, wir haben ja 99 deutsche Selbstverwaltungen in der Pranau, landesweit haben wir 400, ungarnweit, wie diese deutsche Selbstverwaltungen ihr Eigentum, also nicht alle, überhaupt nicht alle, aber einige haben doch einen Clubraum oder nicht so groß wie hier in Reschica, ein schönes ja. Haus, aber doch einen Clubraum oder sowas ähnliches, die sie heizen müssten und mit Licht versorgen müssten. Und ich habe schon einige Anrufe bekommen, sie wissen es nicht, wie sie ihre Programme jetzt im Winter müssen sie vielleicht absagen, weil sie können es nicht veranstalten, weil sie können diese Energiekosten nicht auszahlen. Das wird das Problem. Aber auf deine Frage zurück, Schulen, Kindergärten, ist die Versprechung, dass sie kompensiert werden. Selbst der Unterricht, was die Qualität des Unterrichts betrifft, hat sich nichts verändert. Es geht weiter so, wie es geht, also nichts verschlimmert, nicht verbessert. Also ich glaube, ja, hier in Fünfkirchen ist ja das Valeria-Koch-Schulzentrum, wo einsprachiger Deutschunterricht auch schon da ist. Nicht nur zweisprachig, was wir in den meisten ungarn-deutschen Kindergärten und Schulen haben, aber hier in Fünfkirchen haben wir einsprachig, also nur Deutsch, und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und das ist eine stufenweise gestiegen. Also der Unterricht hat vom Kindergarten angefangen und ist jetzt schon im Gymnasium. Also das ist eine große Sache für uns. Für euch wahrscheinlich vielleicht nicht in Rumänien, aber bei uns war leider 80 Jahre lang, 70 Jahre lang nur zweisprachig, nicht nur 70 Jahre, in den letzten 30 Jahren zweisprachig, aber einsprachig hier in Fünfkirchen eine wunderbare Sache. Und diese Kinder, die da rauskommen, einwandfrei. Ja, etwas ganz Interessantes, ich glaube auch für diejenigen, die uns jetzt mit sind, auf online, du hast gesagt von Selbstverwaltungen, du hast gesagt von Schulen. Wie ist das eigentlich, die Schulen, die von den Selbstverwaltungen betreut werden? Was bezahlt sozusagen die Selbstverwaltung? Was ist da das Eigentum des Hauses, der Schule oder die Löhne, die Gehälter der Lehrkräfte? Oder wie funktioniert das? Ja, ich verstehe deine Frage. Ganz am Anfang war es so, vor einigen Jahren, also das ist nicht seit langem, muss ich ehrlich sagen, das ist seit, ich will jetzt nicht lügen, vielleicht maximal seit 10 Jahren diese Situation, dass eine deutsche Selbstverwaltung eine Schule oder Kindergarten übernehmen kann, nicht mal 10 Jahre. Früher war das nicht der Fall, das war alles staatlich, also vom ungarischen Kultusministerium betrieben. Dann war es so, dass man das übernehmen kann, was heißt übernehmen, dass man den Betrieb der Schule
übernehmen kann. Ja, wie du sagst, Löhne, alles Mögliche, mit, was mit dabei. Und jetzt kommt es ab dieses Jahr, 2022, hat das Parlament verabschiedet, dass diejenigen deutschen Selbstverwaltung, oder es kann auch rumänisch sein, oder kroatisch, oder serbisch, oder slowakisch, also diejenigen Nationalitäten-Selbstverwaltungen, ich spreche jetzt von der deutschen Selbstverwaltung, von den deutschen Selbstverwaltungen, die die Schule oder Kindergarten übernommen haben, also den Betrieb übernommen haben, die müssen auch das Gebäude, die Schule, den Kindergarten, das Gebäude übernehmen. Dann waren viele, viele deutsche Selbstverwaltungen, hatten gleich einen Schock bekommen. Du meine Güte, Jesus Maria, was machen wir, wenn der Dach einfällt? Und das hat bisher der Staat gemacht. Ja, momentan sieht es so aus, dass die deutsche Selbstverwaltung eigentlich nur eine Poststelle ist. Das ist ein bisschen jetzt abgewertet. Aber die Regierung, beziehungsweise nicht die Regierung, das Parlament vom Bundes-, also vom Landes-, ungarischem Haushalt deckt diese Kosten. Also die deutsche Selbstverwaltung bekommt vom Parlament alle Kosten, was die Löhne, was den Dachdeckung, wenn ein Bismajor-Fall ist zum Beispiel, da ist, dass das vom Parlament gedeckt ist. Das ist eine positive und gute Sache. Und nicht nur die von der Minderheit betriebenen Schulen, sondern auch die von einer Kirche betriebenen Schulen. Weil wir Minderheiten gehören zur Kirche, also im Parlamentsbudget. Kirche und Minderheit ist ein Topf hier in Ungarn. Und das wird unterstützt, sehr sogar unterstützt. Wie gesagt, mal sehen, was diese Energiekrise bringt. Ich glaube nicht, dass der ungarische Topf, ich kann nicht prophezeien, ich weiß nicht, was da wird. Aber bisher wurde das unterstützt. Also wenn eine deutsche Selbstverwaltung signalisiert hat, dass sie die Schule, Kindergarten übernimmt, dann werden die Kosten vom Parlamentsbudget getragen. Danke für diese Ausführung. Sehr interessant, wie das sich weiterentwickelt hat bei euch. Und selbstverständlich, die Selbstverwaltungen hatten ja Angst, dass da kommen riesige, große Kosten kommen auf zu. Jetzt hoffen wir, dass wir alle über diesen Winter kommen, auch mit Heizungen, mit Strom und so weiter. Gut, vielen, vielen Dank, Soli. Sehr, sehr gerne. Dass du Mitte in uns war, bei uns warst hier. Vielen, vielen Dank für dein Engagement. Und wir hoffen, dass es im nächsten Jahr besser sein wird und dass wir uns wieder mal begegnen werden. Und ich danke schon jetzt für die Einladung, nach Fünfkirchen zu kommen. Die nächste Begegnung live sozusagen, nicht online, zu gestalten. Und zwar bei euch zu Hause. In diesem Sinne nochmals vielen, vielen Dank. Als Abschlusswort. Ja, du hast die Show gestohlen, aber das hast du gut gemacht. Das ist kein Geheimnis, wir stehen in ständiger Kontakt. Wenn es um Mitternacht ist, das ist um Mitternacht, schreiben wir einander. Wir haben schon natürlich wir beide darüber gesprochen, dass wir nächstes Jahr, also 2023, ob das April oder Mai wird, Ende April, Anfang Mai, das den Zeitpunkt haben wir noch nicht festgestellt. Es soll einen jeden passen. Ich möchte euch gerne alle einladen, wieder mal nach Fünfkirchen, dass wir uns live auch sehen und erleben zu einem multilateralen Treffen. Es ist ja nicht mehr trilateral, wie wir vor Jahren angefangen haben, einmal hier in Fünfkirchen, einmal bei euch in Reschitz. Und ich hoffe sehr, dass wir alle von Czernowitz bis Laibach, sage ich jetzt mal so, alle treffen können. Details kommen von Erwin als Hauptorganisator. Ja. Vielen, vielen Dank, Soltan. Ein schöner Gruß an alle deine lieben Bekannten und Freunde, die bestrebt sind, deutsche Sprache und deutsche Kultur in Fünfkirchen weiterzuführen und weiterzutragen, was nicht immer leicht ist, aber wir sind der Hoffnung, dass wir es weiterhin schaffen werden. Nochmals alles Gute nach Fünfkirchen und bis zum nächsten Mal. Danke dir, danke euch allen. Alles Gute. Vielen, vielen Dank nochmals nach Fünfkirchen. Und nun kommen wir nach Marburg an der Drau. Wir kommen in Verbindung mit unserer Freundin Veronika Haring.
Hallo. Hallo, grüß dich, Veronika. Servus. Grüß dich, Jan. Es freut uns, dass wir euch beide sehen. Und es ist eine Freude und eine Genugtuung, dass wir uns wieder begegnen. Eure Kamera ist ausgeschlossen jetzt. Aber warum? Bitte. Warum? Weiß ich nicht. So, am Anfang haben wir euch gesehen, jetzt ist es ja wieder. Warte. Aber es ist einge. Jetzt, prima. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Wir freuen uns, euch beide zu sehen. Wir haben ja gemeinsam in diesem Jahr auch einige Veranstaltungen gemeinsam organisiert. Wir waren bei euch, ihr wart bei uns. Und so gehen die Beziehungen weiter. Und wir sind Gott sei Dank in diesem Jahr so weit gewesen, dass wir einige Veranstaltungen über die Bühne gemeinsam gebracht haben. Corona war nicht so arg und wir sind froh und dankbar dafür. Was gibt's Neues? Wie verlief dieses Jahr? Was waren eure wichtigsten Ereignisse, die ihr euch vorgenommen habt und auch über die Bühne gebracht habt? Sehr liebe Freunde, lieber Erwin, einen schönen Gruß aus Marburg. Wir sind froh, dass wir wieder dabei sein dürfen und dass Sie uns sehen und hören und dass die Zeit bis zum Frühjahr sozusagen, die Zeit der Corona hinter uns ist. Es hat mich sehr gefreut, dass wir Gelegenheit gehabt haben, bei dir zu sein im August bei der Literaturwoche in Reschica und natürlich, dass du mit deinen dass du dann mit deinen Leuten zu uns gekommen bist bei den Kindern, zu der Veranstaltung Kinder malen ihre Heimat. Und das freut mich sehr, sehr, sehr. Und da die Corona im Frühjahr noch so lange gedauert hat, könnten wir zum Beispiel unsere Projekte nicht alle ausüben. Deswegen haben wir jetzt im Herbst ziemlich viel zu tun. Wir haben 4 Konzerte nachgeholt, eigentlich schon. Und jetzt warten auf uns noch 3 Konzerte. Jetzt am 27. Haben wir zum Beispiel 170 Jahre unseres Theaters in Marburg mit einem Inserten aus der erst ausgeführten Oper in Marburg, das erste Mal Martha von Flotow. Und jetzt dann haben wir Weihnachtskonzert wieder, so wie jedes Jahr. Und dann kommen noch die verlorenen Walzer. Das sind die Operetten, die bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg nicht ausgeführt dürften, weil die waren kapitalistisch, nicht wahr? Und jetzt machen wir dann so einen Operettenabend mit unseren Kammerchor und Solisten. Und natürlich, wir bereiten uns jetzt vor, auch unser Jahrbuch fertig zu machen. Und natürlich haben wir Pläne für das nächste Jahr. Es ist immer viel zu tun und so gehen Tage einer nach dem anderen. Und wie du siehst, bald wieder Weihnachten und dann fängt alles wieder von vorne an. Und bei dir? Wie ist die Lage bei euch mit der Anerkennung der deutschen Minderheit? Leider. Hat sie etwas bewegt? Leider gar nichts. Nur wir haben jetzt am 28. November in Laibach eine Sitzung mit der Europaratskommission. Da kommen die Vertreter von der Europarat für Minderheiten nach Laibach und wir werden dann unsere Forderungen vorbringen und vorstellen, was wir von Slowenien erwarten und verlangen. Und aber irgendwie muss ich sagen, ich habe keine große Hoffnung, weil die Kommunisten sind bei uns immer wieder an der Macht und wir Deutschen sind noch immer schuld. Wir werden immer nach diesen 4 Jahren 41, 45 verurteilt und beurteilt und es bewegt sich leider gar nichts Positives. Wie steht's? Was gibt es ganz große Neuigkeiten bei eurem Chor? Bei uns im Chor, ja, die arbeiten sehr, wirklich, sie haben 5 Konzerte über die 200 Jahre Weinkultur in Marburg ausgeführt und wurden das mit Begeisterung aufgenommen und die üben jetzt weiter für alle diese Auftritte. Wir bereiten uns vor, auch nächstes Jahr in Leibniz in ein Konzert abzuhalten und dann so und so geht es weiter. Möchtest du noch einen Gruß an unsere Freunde
senden? Sicher, ich natürlich habe ich mal mich gehört und auch geschrieben mit Paul Piftorak, einen schönen Gruß natürlich, alle auch nach Pécs und nach Ungarn, nach Kroatien, zu dir, überall. Ich vermisse euch und ich hoffe, dass wir uns mal wieder lebendig und live sehen werden. Wir haben vor, im nächsten Jahr, Ende April, dass wir uns wieder begegnen in 5 Kirchen in Pécs. Und ihr seid schon jetzt herzlich eingeladen. Die Einladungen werden noch folgen. Gerne, sehr gerne. Wir werden gerne kommen, nicht wahr, Jan? Ja. Ja, ja. Jan, ja, er ist meine rechte Hand. Er ist wirklich ein Glück, ein Geschenk des Himmels, dass ich ihn kennengelernt habe. Und der hilft uns wirklich ungemein. Und es ist wirklich meine rechte Hand. Und ich freue mich, dass ich ihn habe. Das haben wir auch persönlich miterlebt, denn wir waren auch, während wir bei euch als Gäste waren, war Jan derjenige, der uns auch sehr gut betreut hat und wir sind ihm auch jetzt sehr dankbar. Jan, möchtest du uns etwas auch sagen? Nichts Besonderes. Ich grüße alle und ich hoffe, dass wir uns bald auch persönlich wiedersehen. So ist es. Vielen, vielen Dank. Ein schöner Gruß nach Marburg an der Drau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und ja, vielen, vielen Dank und seid tapfer und macht weiter. Irgendwann wird auch die Sonne bei euch auch auftauchen. Die Hoffnung stirbt zuletzt und wir warten halt so zuletzt. Ist es. Ja. So ist es. Tschüss. Alles Gute nach Marburg. Schöne Grüße an alle. Schöne Grüße. Ja, tschüss. Danke. Wir versuchen nun die Verbindung nach Sirmiš Mitrovic in Serbien mit Jovica zu beginnen. Ja, grüßt euch beide, liebe Freunde aus Sirmiš Mitrovic. Ich freue mich, euch wieder zu sehen, Bruno und Jovica. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Wie geht's euch? Wie ist die Lage bei euch? Ganz gut. Schöne Grüße aus Mitrovic, aus Ruma, von die Stevic, Jovica und Bruno Schmäh. Alles ist jetzt gut in Serbien, in Ruma, bei mir auch und Jovic auch. Geht alles gut. Wie steht es mit den Denkmälern mit der Donauschwaben? Donauschwaben in Ruma, Serbien, Vojvodina oder wo? In Vojvodina. In Vojvodina. Es geht ganz gut. Ist mir ein Festival da. Irgendwo ja, die Strudlerfest oder Milchbrotfest oder was für die Kinder, Schule, von deutsche Schule und Kurs von deutscher Sprache für kleine Kinder. Und ist mehr besser wie früher. Ja, eine Frage habe ich und zwar, ihr habt ja in verschiedenen Orten Denkmäler für die Verstorbenen, für die Lager, für die Lager in Dakovo und in den anderen Ortschaften, wo ihr in Serbien habt. Wie steht es mit diesen Denkmälern? Dieses Ding steht noch so gut, alles steht noch wie früher. Jetzt mehr Leute besuchen diese Gesteckte. Und von Serbien ist jetzt ganz gut und mehr ist in Medien, in Media. Ist immer mehr wird darüber geschrieben. Ja, richtig so, richtig so. Und neue Denkmal ist noch in irgendwo, in vielleicht kleine, aber es geht besser. Es sind neue Denkmäler entstanden. Ja. Wie sind die Beziehungen mit den Donauschwaben aus Deutschland?
Ah, das geht gut. Ich bin in Rom 300 Jahre, meine Familie. Und jetzt kommt die Landsleute von ganzer Welt in Roma. Viel gesegnetes Haus oder Kirche oder die Straße und was von Roma. Und ich bin jetzt eine zusammen, immer sagt, wo ist die Familie Schmäh? Ich bin erste Familie jetzt in Roma. Und immer bekommt die Landsleute von jetzt zurück vielleicht 10 Jahre viel bekommen die Landsleute von Europa und von ganzer Welt. Wie, und noch eine letzte Frage, und zwar, wie steht es mit der Politik der autonomen Region Vojvodina, der deutschen Minderheit? Und wie steht es auch der Regierung Serbiens gegenüber der deutschen Minderheit? Ist besser, aber nicht so viel. Leute von die Serbien will nicht wissen von die deutschen Leute von Vojvodina. Ich glaube, in Kroatien ist viel besser. In Serbien ist viel orthodoxer wie Serbien und nur Serbien. Aber wenn ich jetzt gesagt, was ist 300 Jahre waren die Landsleute da, deutsche Familien in Roma, wo ist die so viel Haus oder so viel Feld von die Deutschen, Leute von Vojvodina Srem will nicht das, wie heißt denn das, wissen, nicht will wissen von denen. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit uns eingeschaltet habt. Ein schöner Gruß nach Sirmiš Mitrovica, nach Roma. Lasst bitte alle schön grüßen von uns. Und wir freuen uns im nächsten Jahr, Ende April, wird es eine Begegnung sein in 5 Kirchen in Pec. Oh, gut. Und wir laden euch schon jetzt herzlich ein, dass ihr auch nach 5 Kirchen nach Pec kommt. Es ist ein bisschen näher wie Reschica. 5 Kirchen Pec ist näher zu Sirmiš Mitrovica. Ja, ihr seid herzlich willkommen. Vielen Dank für die Grüße, auch schöne Grüße von die Jovica, von mir auch zurück. Und mir ist so erfreulich, wenn nächste Mal muss man gesegnen zusammen. Sicher. Alles Gute, einen schönen Abend noch und bleibt gesund. Alles Gute, danke. Auf Wiedersehen. Auf Österreich. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir versuchen nun die Verbindung mit Dara Meier aufzunehmen, wenn es klappen wird. In Vukovar. Ja, ich grüße dich auch. Ich habe mir viel Mühe gegeben, um das alles. Ja, kannst vielleicht deine Kamera einschalten? Mach ich. So. Wunderbar, Mara. Oh Gott sei Dank. Dara, grüß dich. Jetzt ist zu spät, oder? Nein, wir sind direkt. Direkt, alle schauen dich.
Schauen Sie, wie schön du bist. Ach ja, Mara. Wunderschön, aber ich sehe nicht die andere. Das ist mein Problem. Ich sehe nur, bitte? Ich sehe nur dich, aber nicht die alle andere. Die andere nicht, aber es wird auf Facebook ist alles drauf und du kannst dann alles sehen, jeder, was alles gesprochen hat. Also, okay, gut. Wie geht es bei euch, Dara? Was gibt's Neues in Kroatien? Was meinst du, überhaupt in Kroatien oder? Nein, über die deutsche Minderheit. Ah, bei uns, in unserer Minderheit. Naja, wir bereiten uns vor für die Weihnachtskonzert in Stadt Vukovar. Und dann haben wir auch noch ein Treffen mit Minderheit aus Osijek, deutsche Minderheit aus Osijek. Das ist 30 Jahre, wie die haben sich gegründet. Die feiern das in Osijek und auch in Valpovo. Wir waren in diesem Jahr, im Herbst, waren wir bei euch zum Bierfest Ende September. Ihr wart dann im Oktober bei der Deutschen Kulturdekade in Rešica. Was gibt's Neues bei euch? Wie haben eure Leute empfunden, der Besuch bei uns? Sowas! Hör mal, das war wunderschön. Die sind alle begeistert. Und wir kommen immer wieder, wenn du uns ladest ein. Ja? Also wir sind wirklich zufrieden und wir möchten sehr gerne immer wieder kommen. Wir haben uns auch sehr wohl gefühlt bei euch beim, beim Treffen, beim Bierfest, beim Oktoberfest bei euch in Vukovar. Es war richtig sehr schön und wir haben uns gefreut, auch mit dem Vereinsvorsitzenden, mit Darko uns zu begegnen. Ihr seid mit euer Chor, mit Drei Rosen Chor, seid ihr zu uns gekommen nach Rešica. Und ich hoffe, dass diese paar Tage, die ihr verbracht habt bei uns, in bleibender Erinnerung sind. Wie steht es bei euch mit der deutschen Sprache? Ja, es steht nicht so ganz gut. Du weißt schon, du hast also bestimmt schon gemerkt, dass ja, manche sprechen Deutsch, aber nicht so gut. Ein paar Wörter, um sich zu verständigen, und das ist leider das alles. Wir haben schon vor, auch wieder ein Kurs für die deutsche Sprache zu machen. Wir haben auch Samstagsschule für die Kinder, aber für die Erwachsenen müssen wir das auch machen. Nur das Problem ist, dass die Erwachsenen, weißt du schon, die sind ein bisschen müde. Ja. Wird in der Schule Deutsch als Fremdsprache unterrichtet? Ja, bei uns schon, in der Schule schon, aber wir möchten noch dabei, weißt du, unsere Samstagsschule für die Kinder machen. Das ist in unser Verein, wir haben einen Raum schön fertig gemacht dafür und wir haben auch eine Lehrerin für die deutsche Sprache für die Kinder. Wir haben vor, nächstes Jahr Ende April wieder eine reelle Begegnung zwischen unseren Minderheiten zu organisieren, und zwar in fünf Kirchen, in Page. Das ist sehr nahe an euch. Also wir haben nächstes Jahr, ja, das wird eine Begegnung mit den Vertretern aus Czernowitz, aus Vukovar, aus fünf Kirchen, aus Rumänien, aus Rešica, dass wir alle nach fünf Kirchen kommen in der Nähe. Wir werden euch genau dann mitteilen, das Datum und so weiter, damit ihr das vorprogrammieren könnt. Und wir sind schon jetzt gespannt. Bei Zoltan Schmidt? Ja, bei Zoltan Schmidt werden wir uns wieder begegnen. Ah, mein Junge. Und du weißt ja, es ist sehr schön in fünf Kirchen. Ja, ich war schon auch. Wir sind damals in welchem, was war das? Ein Internat für die Kinder dort wird. Ja, in Valeria Koch. Genau. In der Valeria Koch Schule. Ich war schon vor ein paar Jahren, aber ich weiß nicht mehr. Das ist schon ziemlich lange. Ja, es ist sehr schön. Doch. Vielen, vielen Dank, dass du dich bemüht hast, dass du mit uns in Verbindung kommst.
Ich wünsche allen Mitgliedern des Vereins und Darko als Vereinsleiter wünsche ich viel, viel Gesundheit und Freude am Schaffen weiterhin. Bitte übermittel unsere Grüße. Natürlich, Max. Und ich wünsche euch alles Gutes, viel Erfolg weiterhin und auf eine neue Begegnung, Live-Begegnung mit allen unseren lieben Freunden von nah und fern. Ja, ich freue mich auch und danke schön für die guten Wünsche. Ich werde es schon Darko sagen, alles. Und ja, ich wünsche dir auch alles Gute und an deine Mitglieder und die Leute, welche habe ich schon kennengelernt bei dir. Es ist immer bei euch schön und wir freuen uns immer. Und natürlich, dass wir hoffen, nächstes Jahr uns in Vukovar wiederzusehen. Alles Gute nach Vukovar an der schönen blauen Donau. Und wir sehen Blau. Uns dann demnächst wieder. Der Blaue ist das nur in Lida, aber sonst ist es ziemlich gelb. Ja, aber es kommen auch an der Donau bessere Zeiten. Hoffentlich. Sicher. Alles Gute. Tschüss, danke. Grüß dich. Tschüss. Tschüss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun ist unsere Begegnung mit unseren Freunden auch zu Ende. Wir haben auch in diesem Jahr, genauso wie bei den anderen drei Auflagen unseres internationalen Symposiums Deutsche Minderheiten im Südost- und Osteuropa begegnen sich gemeinsam für unser Haus Europa, haben wir auch in diesem Jahr einen Sonderbriefumschlag angefertigt und heute die gesamte Korrespondenz, die heute aus Reschica fortging, wurde mit diesem Sonderbriefstempel auch versehen. Und zwar weltweit ist dieser Stempel gegangen und auch wurde dabei erinnert, dass in Reschica hier dieses Symposium auch organisiert wurde. An unsere Freunde in den verschiedenen Ländern, mit denen wir heute in Verbindung gekommen sind, ist auch dieser Sonderbriefumschlag weitergegeben worden, mit der Post geschickt worden. Und wir hoffen, dass auch dieser Sonderbriefumschlag rechtzeitig und überall gut ankommt. Genauso haben unsere Freunde in Czernowitz, in Fünfkirchen, in Marburg an der Drau, in Sirmisch-Mitrovic und in Kroatien, in Vukovar, auch die Medaille zu 35 Jahre Kultur- und Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe Reschica mitgeschickt bekommen. Und zwar, wie ich schon bereits zum Anfang unserer Begegnung gesagt, unser Verein, der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe Reschica, hat am Samstag, am 19. November, seinen 35. Geburtstag gefeiert. An einem Nachmittag des 19. November 1987 fand die erste Veranstaltung statt und seit dann organisieren wir sowohl in Reschica wie im Banater Bergland, wie in Rumänien, aber auch im Ausland verschiedene Veranstaltungen oder sind wir sogar Mitorganisatoren verschiedener Veranstaltungen. Wir sind froh und dankbar, dass wir viele, viele tausend Veranstaltungen mitgeprägt haben durch unsere Mitglieder, durch unsere deutsche Sprache und deutsche Kultur hier aus dem Banater Bergland. In diesem Sinne nochmals vielen, vielen Dank all jenen, die mit uns waren, die mit uns die Programme und die verschiedenen Wettbewerbe, Ausstellungen, Musikveranstaltungen, literarische Begegnungen organisiert haben. In diesem Sinne möchte ich mich nochmals bedanken bei unserem Freund, bei Herrn derjenige, der uns auch mitgestaltet hat, dass wir dieses Programm aussenden können, dass wir das alles organisieren konnten. Es ist Sorin Capraro, dem sie wir auch sehr viel danken. Und in diesem Sinne schließen wir unsere Begegnung in der Hoffnung, dass wir uns bald wiedersehen.
Wir, die Vertreter der deutschen Minderheiten aus Czernowitz, aus Fünfkirchen, aus Marburg an der Drau, aus Sedmisch-Mitrovic und aus Vukovar, also aus der Ukraine, aus Ungarn, aus Slowenien, aus Serbien und aus Kroatien und wir aus Reschica im Banater Bergland in Rumänien. Wir hoffen auf eine persönliche Wiederbegegnung im nächsten Jahr in Fünfkirchen in Ungarn. Wir danken Zoltán Schmidt für die Einladung und der Landesselbstverwaltung und der Selbstverwaltung der Branauer Selbstverwaltung der Ungarndeutschen in der Region Fünfkirchen-Pécs. Wir freuen uns schon darauf. In diesem Sinne nochmals vielen Dank an allen Mitwirkenden, an allen, die heute dabei waren. Und nicht zuletzt auf ein gesundes Wiedersehen in der Hoffnung, dass es endlich mal zum Frieden kommen wird in der Ukraine. Bis bald, tschüss, auf Wiedersehen, Servus aus dem Banater Bergland, aus Reschica.